Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein XXXL aufgebraucht und aussortiert Video für euch. Ich habe dieses Mal alles in dieser Tüte, die ich hier noch rumfliegen hatte, reingepackt. Und es ist echt auch wie immer sehr, sehr viel. Ich würde auch sagen, wir legen direkt los. Aus allen möglichen Kategorien ist was dabei. Ich habe zum Teil auch wirklich ein paar Sachen aussortiert. Und ich habe direkt auch wieder so viel stehen, dass ich eigentlich schon wieder genug habe für ein weiteres Aufgebraucht-Video. Ich glaube, das wird dann einfach in ein paar Wochen online kommen. Ich werde das jetzt nicht in eins packen. Ich glaube, das hier wird lang genug. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hoffe natürlich auch wenn mal als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und los geht's. Ich habe als erstes einmal hier... Oh, kann ich das hier haben? Ich glaube, das raschelt so doll. Ich hoffe, so ist es okay. Ich habe hier als erstes einmal, zweimal meine aktuelle Haarfarbe, die ich drin habe. Ich habe die ja erst gewechselt, also habe die jetzt erst ganz neu ausgetestet. Das ist von Syos. Die gibt es auch so gar nicht mehr. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe die online bestellt und das ist quasi ein Restposten noch von der alten Umverpackung von Syos Oleo Intense, die 777. Ich hatte vorher die 74 und oh, ups. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem frisch gefärbt hat es mir gut gefallen. Allerdings sind mir auch hier noch ein bisschen zu viele Gelbpigmente drin, weswegen es sich einfacher rauswäscht, trotz dass es eine dauerhafte Koloration ist. Rückpigmente, schwierig, habe ich schon oft drüber geredet. Und deswegen überlege ich tatsächlich nochmal ein bisschen dunkler zu gehen in eine Farbe, die weniger Gelbpigmente hat. Ja, muss ich einfach nochmal schauen. Aber ich werde sicherlich was finden, was mich glücklich macht. Dann habe ich hier aufgebraucht diesen Badezusatz von TT Sepp Badespaß. Vanille und Erdbeere sollte das sein. Flamazing Kisses. Und das hat auch echt richtig gut gerochen. Ich habe mich richtig geärgert an dem Tag, wo ich das reingemacht habe, weil das Badeding hat sich nicht richtig verschlossen, der Abfluss. Und dann habe ich das so fröhlich reingemacht und ich denke so, warum wird meine Badewanne nicht voller? Und ich habe quasi fast nichts davon mehr Wasser gehabt, weil alles mir entronnen ist, entronnen ist in den Abfluss. Das hat echt aber gut gerochen. Also es ist jetzt nicht so super aufdringlich gewesen, es hat schön fruchtig gerochen und ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Das hier ist auch so ein Klassiker, kaufe mir jedes Mal auch im Backup, jedes Jahr, wenn es das wieder gibt, müsste es jetzt ja eigentlich auch wieder geben. Von Isana, Sun Ozone, das ist die Eigenmarke, Sonnenduft mit 0% Aluminium, Deo Spray. Das brennt bei mir mega, wenn ich frisch rasierte Achseln habe. Deswegen muss ich immer ein bisschen kurz warten, weil ansonsten brennt das unfassbar doll. Hier ist bestimmt auch ja, Alkohol auf jeden Fall drin. Und ich liebe den Duft aber so, ne? Weil meine Sonnenpflege ja gar nicht diesen richtigen Sonnencreme-Duft hat. Die von Dalton ist ja relativ geruchsneutral. Und deswegen mag ich den Duft aber gerne am Körper haben und benutze das super, super gerne. Dann haben wir aufgebraucht eins unserer Lieblingsduschgele aus dem Standardsortiment von Isana. Lemon and Lime, liebt mein Mann, liebe ich, mit Zitronen- und Limettenduft. Und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ist wie gesagt im Standardsortiment. Und wenn wir das aufgebraucht haben, kaufen wir es meistens auch relativ schnell wieder nach. Und das ist eigentlich fast eins unserer Standardduschgele, die wir immer in der Dusche haben. Jetzt habe ich gerade noch so viel im Backup, deswegen werden wir es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kaufen. Läuft uns ja auch nicht davon. Aber ich mag einfach, wie frisch das riecht. Gerade morgens ist es wie so ein Aufwecker einfach. Und ja, liebe ich sehr. Und deswegen kaufen wir auch regelmäßig die Cremeseife. Genau in dieser Richtung. Lemon and Lime natürlich auch mit Zitronen- und Limettenduft und genau, gibt es in diesen coolen Nachfüllbeuteln auch von Isana und auch darüber freue ich mich, wenn ich meine Hände damit wasche. Dann habe ich aktuell noch in Anwendung, ich wollte es euch aber schon mal zeigen, Haarvital Intensivkur mit Biotin für kräftiges, glänzendes Haar von Abtei. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist mit Biotin und Zink und soll eben eine gesunde und kräftige Haarstruktur unterstützen. Die Sache ist, ich hatte so viel Stress in den letzten Monaten. Ich glaube, wenn ich noch einmal das Wort Masterarbeit erwähne, dann springt ihr mir an die Gurgel und ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr hören. Aber es hat einfach so viel Raum in meinem Leben eingenommen, jeden einzelnen Tag, dass ich es kaum nicht erwähnen kann. Einfach wie viele Nachwirkungen es jetzt durch
die Masterarbeit noch gibt oder wie viel ich noch gemacht habe für meine Masterarbeit. Aber mein Abschluss, ich muss sie jetzt noch abgeben. Sie wird nochmal durchkorrigiert von mir und dann werde ich sie nächste Woche abgeben. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, habe ich sie abgegeben. Das heißt, wir warten zusammen jetzt auf meine Note. Was ich sagen will ist, ich bin sehr, sehr, sehr gestresst gewesen. Es ist mir auf sehr vielen Ebenen einfach nicht gut gegangen in den letzten Monaten. Letzten 9 Monaten. Und ich habe gemerkt, dass meine Nägel, die sonst immer super stark sind, total weich waren. Das Haare, ich hatte viel Haarverlust auch, was durch Stress auch kommen kann. Und deswegen habe ich mir das geholt, weil ich das vor ungefähr 6, 7 Jahren schon mal hatte. Und dabei hat mir das auch geholfen. Vielleicht ist es auch nur ein Placebo, ist mir shit egal. Es hilft auf jeden Fall. Dann habe ich aufgebraucht von Wet n Wild. Davon habe ich auch mehrere. Finde ich auch richtig toll. Das ist das Photo Focus Natural Finish Setting Spray. Kann man zum Beispiel bei Parfum Dreams kaufen. Ich mag das sehr gern. Der Sprühstoß ist schon ein bisschen doller. Also es ist schon ein Spray. Und es riecht auch erstmal sehr, sehr alkoholisch. Aber ich liebe das Finish, das das macht. Ich finde das so schön. Es sieht so natürlich aus. Es nimmt so dieses Pudrige aus dem Gesicht. Total schön. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier einfach nur ein Mundwasser, kaufe mir immer bei Lidl ein. Auch da, falls ihr Foodhauls und sowas sehen wollt, Wochenvlog sehen wollt, schaut sehr gerne auf meinem Blog-Kanal vorbei. Ich linke den immer unten im angepinkten Kommentar rein. Ist einfach nur eine Mundspülung, kaufen wir immer von Lidl, wenn wir einkaufen sind. Und ich mag die auch sehr gerne. Ich bin wählerisch damit, aber die gefällt mir gut. Dann hat mein Mann etwas aufgebraucht, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Habe ich an ihn weitergegeben. Eis-Divine-Duschgel. Von Adidas 3 in 1 Körper, Haar und Gesicht. Und ja, das war so eins, was so, ja, so ein sportiver Duft. Ja, so dieses schwere, aquatische, so gar nicht meins. Ihm hat es aber gut gefallen. Dann habe ich hier eine Cremedusche. Die habe ich als Seife aufgebraucht, weil ich es leider einfach zu, also habe ich als Dusche nicht vertragen. Das war so, hatte so einen, weiß nicht genau, Mandel-Marzipan-Duft irgendwie. Mag ich ja gar nicht. Das ist das Isana, die Cremedusche I Love You Like Nobody Else. So, so süß. Das war so eine Winter Limited Edition. Aber ja, musste ich definitiv als Seife aufbrauchen. Das habe ich nicht ertragen. Dann leider leer gegangen ist mein Betty Barclay Tender Blossom. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsparfums. Ich liebe das. Das riecht einfach wie so, wenn man so morgens an der Wiese vorbeiläuft, wo noch so Morgentau ist und die Luft ist noch so ein bisschen kühl, aber nicht zu kalt und es riecht so einfach nur so frisch. Und wenn dieser Duft sich mit einer Blumenwiese zusammengetan hat, dann kommt das bei raus. Und ich liebe diesen Duft. Das ist ein leichter, frischer Duft. Ein bisschen blumig. Also ich empfinde ihn als mehr frisch als blumig und deswegen gefällt er mir so gut. Und habe ich aber jetzt auch schon wieder neu, weil zu Ostern habe ich von meiner Freundin nämlich das Tender Blossom und Tender Blossom Wildflower, heißt es so? Ich glaube schon, bekommen. Und deswegen habe ich es ja zum Glück gerade noch wieder da. Aber ich habe es immer da. Dann von TTZept Muskelentspannung Gesundheitsbad. Habe ich jetzt mehrmals auch gekauft gehabt in letzter Zeit und auch gebraucht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe es als sehr entspannend empfunden. Das ist mit ätherischen Ölen, nämlich mit Rosmarinöl, Zitronenöl, Minzöl und Latschenkieferöl. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Gerade auch ich habe ja wirklich am ganzen Körper von Kopf bis Fuß im wortwörtlichen Sinne Probleme mit meiner Muskulatur. Und deswegen finde ich das immer ganz besonders angenehm einfach auch mit so kräuterigen Sachen. Das hier ist nicht sehr kräuterig gewesen, auch von TTZept, Karibik-Traum hat sich das genannt, Sinnenreise, abtauchen in einen kleinen Kurzurlaub, verbindendes Pflegebadesalz mit Kokos und Limette. Da war ich ganz gespannt, weil Kokos, ihr wisst ja, nicht so mein Ding, aber das war so, es hat mehr nach Limette gerochen und eigentlich auch gar nicht so sehr nach Kokos. Also falls ihr Kokos wollt, ist das hier nicht das Richtige für euch, aber es war so ein angenehmer Limettenduft, nicht so übertrieben Limette-mäßig. Dann hatte ich hier noch einmal Augenpatches von Mulan von Isana rumliegen. Ich brauchte ja immer alles Mögliche auch. Ja, die mochte ich auf jeden Fall auch. A Princess is a Warrior. Ja,
Ich meine, ich muss es mitnehmen, weil Mulan drauf ist. Das war eine Limited Edition und Mulan ist ja meine Lieblingsprinzessin, wenn man das so sagen kann. Also von den Disney-Prinzessinnen, von den alten Disney-Prinzessinnen muss man ja sagen, ist Mulan mein absoluter Favorit. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Message, die damit verbreitet wird und ja, ich lieb's. Dann Fruity Breeze Badesalz. Das ist erst vor ein paar Tagen hier in die Tüte gewandert von Isana auch. Ich habe kein DM hier, deswegen habe ich oft halt Rossmann Eigenmarkenprodukte. Mit Mango und Pfirsichduft. Mochte ich auch gerne. War halt auch, war schön fruchtig. Aber, also wenn es dann riecht, riecht es sehr, sehr intensiv. Fast schon wie so eine Mango, wie so ein Mangosaft, an dem man riecht. Aber im Wasser war es dann gar nicht so intensiv jetzt zum Riechen, aber definitiv intensiv genug. Dann haben wir aufgebraucht Sanozon Sport Anti-Sand Sonnenspray 50+. Habe ich neulich aufgegeben, den letzten Rest, der noch drin war, als ich, was heißt neulich, vor ein paar Wochen, als ich mit meiner Freundin am Meer war, am Strand. Das ist jetzt ja nicht so weit von hier. Also wie weit, keine Ahnung, also 25, 28 Minuten oder so mit dem Auto waren wir dann am Strand und haben unseren Strandtag da gemacht und das war Anfang Mai oder so und jetzt ist es halt Mitte Juni. Heute geht es wieder mit den Temperaturen, aber in den letzten Wochen hatten wir zum Teil so 13 Grad und Regen und ich saß mit Wärmflasche auf dem Sofa. Naja, aber Anfang Mai war ich auf jeden Fall am Strand und habe das hier aufgebraucht. Ich finde diese Sprüh-Sonnenschutze ganz cool, aber manchmal, finde ich, machen die dann alles so rutschig. Also gerade unter den Füßen oder so, an den Füßen, an den Händen, so ganz schmierig, komisch. Und ich finde, man muss halt auch wirklich dann aufpassen, das langsam zu machen, damit die Deckkraft wirklich gut ist. Also, ja, ich kann es empfehlen, aber Dosierung finde ich es immer nicht so einfach. Dann habe ich dieses Bubble Tea Confetti Edition. Genau, da waren so Regenbogen-Macarons quasi drin zum Baden. Die habe ich zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen oder zum 31. Also über ein Jahr lagen die bei mir rum. Jetzt habe ich sie endlich mal aufgebraucht. Ich habe mal immer wieder einen genommen, aber ich glaube, da waren irgendwie fünf Stück waren da drin und ich will nicht immer dasselbe zum Bad nehmen. Dann habe ich ja meine Make-up-Sammlung auch aussortiert und habe Foundations unter anderem aussortiert. Hier habe ich die True Skin Foundation in 004. Ja. Die 002 passt mir auf jeden Fall besser, deswegen habe ich die einmal aussortiert. Dann habe ich hier noch eine alte Foundation von The Ordinary. Da passt mir farblich einfach nicht. Das war die Farbe 12N. Die war einfach leider viel zu peachy. Das war eine von den Coverage Foundations, genau. Dann habe ich auch bei meinen Highlightern aussortiert, weil ich ja gerade meine Schminksammlung sortiere. Und zwar den Rival Loves Me Baked Highlighter. Finde ich auch richtig schön. Ich mag ja gebackene Produkte ganz gerne. Aber ich habe den einfach nur als Blush-Topper benutzt und dafür brauche ich ihn einfach nicht mehr. Ich habe andere Blush-Topper, die ich lieber mag. Dann habe ich direkt jetzt auch aussortiert aus der It's Bubblegum Fun Limited Edition von Essence den Highlighter. Das war so ein Liquid-Highlighter. Den werde ich ins Trashy einfach geben. Es hat mir dann einfach nicht so gut gefallen, wie ich mir erhofft habe. Also ich habe damit immer noch ein bisschen rumgespielt, aber es ist einfach irgendwie ist es nicht so das, was mir so den Wow-Faktor gibt, dass ich es behalten möchte. Und dann kann jemand anderes lieber glücklich damit sein. Dann habe ich auch aufgebraucht wieder eins von meinen Viva Vie Parfums. Ich hatte mit denen ja meine Kooperation, das ist glaube ich auch mittlerweile schon 2 Jahre her. Das sind einfach so tolle Parfums und ich habe immer mal wieder aus dem Trashy noch welche rausgenommen und bin ja auch dabei, meine einfach nach und nach aufzubrauchen. Ich hatte echt viele. Das ist die Variante Lemonade, einer meiner Lieblingsvarianten von den Viva Vie Parfums mit Zitrone, Jasmin und Moschus. Und ja, ist jetzt auch leer, kann man leider nicht mehr nachkaufen. Dann haben wir nochmal diese, mein Mann findet die so toll, ne? Diese Teile hier auch, diese Waschmittelteile, die so, diese Kissen sind, er findet das so cool. Er hat halt sehr viel Wäsche gemacht in letzter Zeit, statt dass ich das gemacht habe, weil ich ja, wie gesagt, sehr beschäftigt war. Und dann hat er das nämlich auch beim Einkaufen mitgenommen und das haben wir jetzt auch gebraucht. Das ist einfach so ein 3-in-1 Colorwaschmittel. Ja, das ist auch einmal leer gegangen. Dann habe ich, oh, er hat es auch noch was. Hier, dieses Make-A-Wish. Davon habe ich eine kleine Storytime erzählt in meinem letzten,
DM-Neuheiten oder so. Jedenfalls habe ich davon erzählt, dass ich, seitdem ich hier diesen einen Fehlkauf gemacht habe, dass ich mir direkt, ich glaube, 3 Stück davon gekauft habe, nie wieder den Fehler gemacht habe, nur weil etwas gut klingt, direkt zuzuschlagen. Weil hier steht, duftet nach Mandarine und Vanille. Das war eine Limited Edition von Balea und ich dachte so, boah, ich komme so selten zu DM, ich nehme einfach mal direkt mit. Ja, Ende vom Lied war, ich habe das irgendwie, die erste Packung habe ich bis zur Hälfte vielleicht auch gebraucht und danach habe ich alle Packungen nur noch als Seife zweckentfremdet, weil ich den Geruch einfach null interessant fand. Ich fand es sogar recht muffig irgendwie. An den Händen war es okay, aber jetzt an meinem Körper wollte ich das jetzt irgendwie nicht haben. Und mein Mann fand es auch wuh. Und ja, das war ganz schön enttäuschend. Gibt's ja zum Glück nicht mehr. Dann habe ich jetzt auch aussortiert den Shiny Lip Gloss aus der Bubblegum Fun Limited Edition. Ich habe dazu auch ein ganzes Video gemacht. Ja, ich weiß auch nicht. Hat mich dann nicht so sehr abgeholt, wie eigentlich andere Produkte von Essence, die ich einfach lieber mag. Und es ist auch okay, dass der mich dann verlässt. Dann habe ich einmal aufgebraucht Buttepads. Die nehme ich total gerne auch so zur punktuellen Behandlung mit Eukalyptusöl. Ja, deswegen kann ich die mal nicht so gut an meine anderen Lappen dran machen. Dann habe ich aufgebraucht einen Concealer und zwar den Skin Loving Sensitive Concealer von Essence. Das ist die Farbe 05. Ich mag den sehr, sehr gerne und das ist auch mit einer meiner Lieblingsconcealer, der 2 absoluten Lieblingsconcealer aus der Drogerie. Für mich der, wenn man so ein bisschen was günstigeres sucht. Noch besser gefällt mir der L'Oreal Perfect Match Concealer in der hellsten Farbe, weil der noch ein bisschen Feuchtigkeitsspender ist. Aber den hier finde ich auch großartig. Der andere, also der von L'Oreal, passt nochmal farblich ein bisschen besser, weil er noch ein bisschen heller ist. Aber ja, ein wundervoller Concealer von Essence. Ich kann ihn nur empfehlen, auch gerade für sensible Häutchen. Die Farbauswahl ist leider noch nicht gut. Aber ansonsten ein toller Concealer. Dann habe ich aufgebraucht das hautberuhigende Gesichtswasser von Dalton, also den Toner. Ich habe auch schon einen neuen. Ich habe es auch schon mal erzählt, dass ich den von Isana aus der Pure-Reihe total gerne mag. Also kann ich auch empfehlen. Aber wie gesagt, Dalton kann ich auch mega empfehlen. Ich habe im Juli auch wieder einen Rabattcode für Dalton und eine Rabattwoche, eine Aktion, wo ich euch auch nochmal wieder ein paar Sachen vorstelle. Vielleicht auch nochmal ein paar Make-up-Produkte von Dalton, also von Nee, die man bei Dalton ja auch kaufen kann. Und dann könnt ihr mit meinem Rabattcode wieder sparen. Aber ja, bin immer noch begeistert offensichtlich. Ich brauche die Produkte ja auch auf. Dann habe ich von Isana mein Lieblings-Haarspray. Ich liebe dieses Flexible Styles Haarspray. Das ist Stufe 3. Das hält gut, aber tackert nicht so eklig klebrig fest. Finde ich richtig schön. Also ohne die Haare irgendwie großartig zu beschweren. Gerade so für fliegende Haare, wenn man auch eher feines Haar hat, finde ich das sehr, sehr gut. Ich habe feines Haar, aber ich habe sehr viele Haare. Und deswegen finde ich das sehr angenehm. Dann hat mein Mann aussortiert bei sich diese modellierende Mattpaste. Ich kann damit nichts anfangen. Er mag einfach so den Look davon jetzt nicht mehr so gerne. Eine Zeit lang mochte er das einfach sehr, also so über ein Jahr. Aber er braucht halt davon nicht so viel, dass es ja immer sehr lange dauert. Und dann hatte er sich irgendwann nochmal was Neues gekauft und jetzt halt da noch so ein bisschen was drin. Aber das kommt dann einfach weg. Er ist jetzt wieder eine Zeit lang parallel gefahren, dass er so ein bisschen hiervon immer benutzt hat und dann hat er an Tagen wieder sein Gel benutzt und hat einfach gemerkt, dass er jetzt einfach wieder lieber richtig gutes Gel benutzt. Deswegen tut er das auch und deswegen hat er das hier auch sortiert. Dann hat er aufgebraucht auch noch dieses Styling-Gel hier aus dem Balea Man Adventskalender. Ich werde den auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder kaufen. Ich finde, dass der Balea Adventskalender vielleicht mit so 3 Türchen oder so perfekt für alle geeignet ist. Also unabhängig vom Geschlecht, kann ich nur sehr empfehlen. Manchmal sind sogar die Größen der einzelnen Produkte größer als im Frauen-Adventskalender und die Düfte sind gar nicht so maskulin. Also manchmal sind da auch so würzige Düfte drin, also was ich mir halt bei dem Frauen-Adventskalender auch wünsche. Dann habe ich hier noch einen Concealer aussortiert. Revolution Conceal & Define Infinite Concealer. Den hatte ich in der Farbe C3. Den hatte ich immer, um Cut Creases so zu ziehen. Und das mache ich aber mittlerweile ein bisschen anders. Der ist jetzt auch sehr alt, deswegen habe ich den auch aussortiert. Wie gesagt, Make-up-Sammlung kommt noch. Ich bin fleißig dabei. Dann habe ich hier diese Avocado Essence Mask, so eine Sheet Mask. Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, die habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die fand ich super nährend, total angenehm, super. Ja, es war einfach ein tolles Gefühl danach. Von Coco Farm Nature By. Ist auf jeden Fall Korean Beauty. Sehr, sehr schön. Fand ich richtig toll. Hatte ich mit im Urlaub. Und diese hier habe ich auch gemacht. Diese Herb Essence Mask Sheet von Esfolio. Hat mir auch gut gefallen. Die war so richtig schön kräuterig, hat mir gut gefallen, hat die Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt und mir ein richtig tolles Hautgefühl gegeben. Dann habe ich jetzt aussortiert, da bin ich ein bisschen schade drum, aber es hat einfach zuletzt gar nicht mehr funktioniert und ich habe die Produkte, die jetzt noch enthalten sind für die einzelnen Schritte, sind jetzt nur noch in unregelmäßigem Verhältnis vorhanden. Und zwar hatte ich ja mal dieses Luxe Wimpernlifting Set zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hatte mir das damals auch gewünscht. Die ersten beiden Male hat das perfekt funktioniert und alle Male danach halt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich dann vielleicht falsch gemacht habe. Ich bin dann ja auch zum professionellen Wimpernlifting immer gegangen. Das mache ich aktuell halt gar nicht mehr, weil ich mit meiner Wimpernzange, die ich ja liebe, von Purish, ihr wisst Bescheid, die elektrische, einfach jetzt meine Traumwimpern auch ohne ein Wimpernlifting haben kann, weil das war bei mir immer das Problem, dass in meinem natürlichen Zustand von meinen Wimpern einfach nichts funktioniert hat damit. Aber jetzt komme ich gut mit zurecht. Ihr seht, ich hatte mehrere parallel offen. Noch eins von den Wet n Wild Setting Sprays. Daran sieht man, glaube ich, auch, wie sehr ich das liebe. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Gerade wenn ihr so dieses Pudrige im Gesicht loswerden wollt. Dann hat mein Mann noch aussortiert Isana Man das Bartöl. Puh, das ist ganz schön eingestaubt hier. Ja, so viel ist da jetzt auch nicht mehr drin, ne? Aber ja, er hat das aussortiert, weil er in den letzten Jahren sein Bart halt, also lang wäre jetzt übertrieben so, ne? Aber schon immer so minimal ein bisschen länger. Und jetzt trägt er den wieder eher so kürzer, ganz kurz getrimmt. Und genau, deswegen hat er gesagt, er möchte das nicht mehr. Ich soll das in die aufgebrauchte Aussortierbox tun. Und dann mache ich das so. Dann habe ich hier noch ein Mundwasser. Auch nichts Besonderes, ist einfach das gleiche nochmal. Dann habe ich von Neonail den Aceton UV Gel Polish Remover aufgebraucht. In den Starter Set ist da ja was dabei gewesen. Und von Similac habe ich dann auch was dabei gehabt. Der ist jetzt auch bald leer. Also ja, ist einfach mal aus dem Starter Set gewesen. Dann waren wir ja im Urlaub. Und kurz danach, jeder von uns hatte seine Mini-Mondspülung. Kurz danach ist das dann halt auch leer gegangen bei uns beiden. Außerdem hatte ich auch mit dem Urlaub von Isana in der Mini-Größe das Duschgel Lemon and Lime. Also ihr seht, die Liebe in dieser Familie für diese Duschgelsorte ist sehr groß. Falls ihr sie noch nicht getestet habt, probiert das unbedingt aus. Und dann habe ich hier noch einen Highlighter von Catrice, der Glow Lover Oil Infused Highlighter. Und der war mir einfach ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu pudrig und deswegen sortiere ich den jetzt auch aus. Gebe ich einfach ins Trashy. Hier habe ich nochmal Wattepads von Isana. Und hier ist meine Zahnpasta, die ich so gerne mag. Die Proagin Zinkphosphat L-Max sensitive Formulierungszahnpasta. Die hat ja wirklich so alles verändert mit meinen schmerzempfindlichen Zähnen. Richtig, richtig toll. Ich kann die extrem empfehlen. Also es lohnt sich, die kostet, glaube ich, 6-7 Euro, ist sehr teuer für eine Zahncreme. Ich will nie wieder eine andere benutzen. Die macht wunderschön sauber, hinterlässt ein tolles, frisches Mundgefühl, macht nicht irgendwie so einen komischen, belegten Mund so, dass die Zunge sich komisch anfühlt oder die Zähne sich komisch anfühlen. Alles ist so richtig sauber, ohne Quietsche sauber zu sein, ohne die Zähne anzugreifen. Das Zahnfleisch ist beruhigt. Es ist einfach toll. Ich kann die nur empfehlen. Und dann habe ich noch ein Deo aufgebraucht, da war ich jetzt nicht so begeistert von. Tatsächlich, das ist so ein kleines Deo, hatte ich auch mit im Urlaub, ist halt jetzt leer von Dorf. Ja, ich war jetzt nicht so begeistert davon. Aber es ist nun aufgebraucht, 0% Alkohol, es war so ein Antitranspirant. Ich finde, es hat nicht so gut geschützt. Und ja, das war's damit. Das zweite aufgebraucht gibt es dann nächsten Monat, weil da steht auf jeden Fall noch eine große Tüte neben mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Es war unterhaltsam, es war vielleicht auch hilfreich. Schreibt mir noch sehr gerne, was ihr zuletzt aufgebraucht habt und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!